Ich komme aus einer Zeit, wo es wichtig war, dass ein Wissenschaftler gleichzeitig auch ein hervorragender Kliniker ist und auch ein hervorragender Lehrer ist. Heute alles nicht mehr möglich. Ich habe mich bemüht, auf allen diesen Bereichen zu reüssieren. Meine Gene haben es mir erlaubt, dass ich erfolgreich war. Mein Name ist Klaus Wolf. Ich bin 82 Jahre alt. Ich war ein Vierteljahrhundert Chef der Dermatologischen Klinik in Wien und komme eigentlich immer noch fast jeden Tag heran, um zu arbeiten. Ich mache jetzt keine Forschung mehr. Forschung war mein ganz großes Anliegen. Aber ich schreibe immer noch an meinen Büchern. Also das ist das alte Allgemeine Krankenhaus. Hier habe ich begonnen. Da hinten war die Dermatologie, die erste Hautklinik, das erste histochemische Labor. Später in der Puva-Zeit, Photochemotherapie, war dort die erste Photochemotherapiestation der Welt. 1965 ging ich von hier an die Mayo-Klinik, 1971 nach Harvard, immer wieder zurück und 1976 wurde ich nach Innsbruck berufen. 1981 kam ich dann wieder her und habe das Ganze als Klinikchef übernommen. Ich habe super Spitzes promoviert. Und dann ergab sich die Frage, wohin, was mache ich jetzt? Ich war immer der Meinung, Dermatologie ist keine isolierte Angelegenheit. Die Haut ist Teil des Gesamtorganismus. Einerseits die Langhanszellen, zweitens Pimecrolimus, das ist eine immunmodulatorische Substanz. Und das dritte war Puva, die in den 70er Jahren revolutionäre Behandlung der Psoriasis. Und heute wissen wir, dass sie zu den wichtigsten Immunzellen überhaupt gehören. Sie gehören in die Gruppe der dendritischen Zellen. Und ein paar Jahre später hat der Steinmann den Nobelpreis gekriegt. Also eine sehr wichtige Zelle. Und der Beginn ist hier passiert. Mir war wichtig, als allerwichtigstes Ziel, Begeisterung für eine Sache zu vermitteln. Was ist es? Es gibt Schuppen und es gibt Krusten. Ist das eine Kruste oder eine Schuppe? Das schaut krustig aus. Na, das ist sehr krustig. Ja. Das ist doch schön. Die Dermatologie ist ein wunderschönes Fach. Ich sehe immer noch Patienten und die scheinen mich zu lieben. Sie kommen weiter. Ja, das ist, geht. Und das ist auch ein Feedback. Ja, ich habe das Gefühl, ich werde noch gebraucht. Einen guten Lehrer suchen. Arbeiten, 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 arbeiten. Nicht die Karriere planen, sondern immer die Wissenschaft und die Medizin vor Augen zu haben. Wenn man gut ist, kommt die Karriere von selbst. Ich finde, in dem Alumni-Club, die Amerikaner sagen Alumni, und daher kommt das Ganze, eine wunderbare Möglichkeit der Interaktion zwischen Alt und Jung, bei der die Jungen von den Alten lernen können, aber ich muss ehrlich sagen, die Alten auch von den Jungen. Und ich glaube, aus dem ergibt sich ein Feedback, das nicht nur interessant, sondern sehr fruchtbar sein kann. Also, die Jungen, melden Sie sich an beim Alumni-Club. Und Sie finden kleine Krusten. Und jetzt erinnern Sie sich daran, was hat der Onkel Wolf gesagt? Was hat er gesagt? Die Internisten wissen viel, aber können nichts. Die Chirurgen können was und wissen nichts. Und die Dermatologen können nichts und wissen nichts. Der Professor Denk hat mir danach noch einmal gesagt, ja, und die Pathologen können alles und wissen alles, aber sie kommen immer zu spät.